In Deutschland gibt es erste Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. Laut Johns Hopkins Universität gibt es aktuell offiziell mehr als 22.000 Erkrankte. Das ist zwar immer noch ein Anstieg von etwa 10% innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Der Anstieg von Freitag auf Samstag war mit mehr als 30% aber deutlich stärker. Bislang sind 84 Menschen in Deutschland an Covid-19 gestorben. Auch die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts weisen auf eine Verlangsamung der Ausbreitung hin. Am frühen Nachmittag will Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs über weitere Schritte in der Corona-Krise beraten. In einer Telefonkonferenz wird es vor allem darum gehen, ob die bisher getroffenen Maßnahmen ausreichen, um die Ausbreitung weiter zu verlangsamen. Bislang haben die Bundesländer unterschiedlich reagiert. In einigen Ländern, etwa in Bayern, gelten schon strengere Regeln. Und mein Kollege Markus Grill in Berlin ist im Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zuständig für Gesundheitsthemen. Auch er recherchiert derzeit im Homeoffice. Die Zahlen der Johns Hopkins Universität stimmen zwar mit denen des Robert-Koch-Instituts nie ganz überein, aber aus beiden geht nun hervor, dass sich die Ausbreitung des Virus in Deutschland offenbar verlangsamt. Ist das schon ein Hoffnungsschimmer? Das wäre schön, wenn es so wäre. Das würde nämlich bedeuten, dass die Maßnahmen, die jetzt in Deutschland seit ungefähr einer Woche ergriffen werden, etwas wirken. Allerdings finde ich, die Zahlen muss man noch mit Vorsicht genießen, denn das Robert-Koch-Institut hat mitgeteilt, dass jetzt am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter neue Zahlen gemeldet hätten. Das heißt, es wird möglicherweise morgen am Montag einen Nachschub an Zahlen geben und erst dann wird man sehen, ob es tatsächlich zu einer Verlangsamung kommt oder nicht. Und Deutschland gehört ja auch weiterhin zu den Ländern mit den höchsten Infektionsraten. Wie passt das überhaupt zusammen? Deutschland gehört deshalb auch mit zu den Ländern mit den höchsten Infektionsraten, weil hier sehr viel gemessen, also sehr viel getestet wird im Vergleich zu anderen Ländern. Das sieht man daran an dem Verhältnis zwischen Infizierten und Verstorbenen mittlerweile. Die sind ja in Deutschland sehr wenig, relativ wenig zu anderen Ländern. Das heißt, hier wird einfach sehr viel mehr noch getestet. Es gibt innerhalb Deutschlands aber jetzt Unterschiede. Zum Beispiel war bisher immer das Bundesland mit den meisten Infizierten Nordrhein-Westfalen. Das hat sich heute geändert. Seit heute ist Baden-Württemberg das Land mit den meisten Infizierten. Inzwischen gibt es dort pro 100.000 Einwohner 34 Infizierte. Mehr gibt es in Deutschland nur in der Großstadt Hamburg. Wie ist denn jetzt derzeit die Lage in den deutschen Krankenhäusern? In den Krankenhäusern ist es noch nicht sehr angespannt. Allerdings sind alle in so einer Hab-Acht-Stellung und rechnen damit, dass das in den nächsten Tagen stark zunimmt. Es gibt eine Datenbank der Deutschen Gesellschaft der Intensivmediziner, auf der steht, wo in welchen Krankenhäusern sind noch freie Plätze bei Beatmungskapazitäten. Und wenn man diese Datenbank anschaut, dann sind es bisher nur wenig Häuser, nämlich ungefähr 1 bis 2 Dutzend Kliniken von mehreren hundert, die sagen, wir haben jetzt schon keine Beatmungskapazitäten mehr. Dazu gehört zum Beispiel auch das Uniklinikum in Würzburg, wo die Ampel auf Rot steht. Würzburg ist dieser Ort, wo jetzt am Ende vergangener Woche 9 Senioren in einem Pflegeheim gestorben sind nach einer Covid-19-Erkrankung.